Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie man Mango-Chutney selber macht. Dafür brauchen wir natürlich Mangos, Weißweinessig, Zucker, Chili und allerlei Gewürze, Kreuzkümmel, Kardamom, Koriander, Ingwer und dann haben wir Knoblauch und Chili-Pulver. Und dann fangen wir an. Als erstes müsst ihr die Mangos in kleine Stücke schneiden. Ich halbiere die dafür, breche die dann so auseinander. Und dann gibt es eigentlich zwei Taktiken jetzt. Die eine ist mit dem Löffel das Innere rauskratzen. Da die Mango bei mir relativ weich war, hat das nicht so gut funktioniert. Deswegen die zweite Möglichkeit ist, die Hälften auf die Rückseite zu legen und sie dann eben Stück für Stück abzuschneiden. Welche Variante ihr da macht, ist komplett euch überlassen. Da gibt es kein besseres. Macht einfach das, wie es euch besser gefällt. Jetzt müssen wir die Mangos dann natürlich noch alle klein schneiden. In so, ja, daumengroße Stücke. Und dann geht es schon daran, die Gewürze zu mahlen. Ich habe jetzt hier eine Handgewürzmühle benutzt. Könnt ihr aber auch in den Mörser machen. Einfach so schön durchmalen, dass es eine schöne feine Körnung hat, sodass es dann später auch schön sich in dem Sud auflösen kann. Dann die Kardamom noch das Innere rausholen und das für alle übernehmen. Wenn ihr das Äußere nämlich nehmt, dann das wird nicht weich, das bleibt dann da hängen, ist nicht so schön. Und dann schneiden wir natürlich noch die Chili, auch die ganz fein schneiden, sodass sie dich am Ende beim Kochen auch nahezu auflöst. Und den Knoblauch und den Ingwer, den habe ich jetzt persönlich gerieben. Und dann ist es auch schön fein und kann dann alle Gewürze zusammengemengt werden. So, jetzt habe ich in der Pfanne heiß gemacht. Da mache ich den Weißweinessig rein. Und dann im Anschluss direkt den Zucker. Und das lasse ich jetzt dann langsam aufkochen, sodass ich das schön verrühre noch immer, damit sich das schön vermengt. Ihr seht, der Zucker löst sich jetzt auf. Je heißer es wird, passt nur auf, dass er nicht am Boden verkrustet. Und dann sollte das Ganze auch langsam anfangen zu kochen. Und das Ganze lassen wir jetzt runter reduzieren, so 1 cm oder so, 1-2 cm. Könnt ihr hier auch schon die Gewürze hinzumachen. Lass die schon mal vorab mit einkochen. Und dann auch 2 Teelöffel Salz. Und wenn das Ganze jetzt schön runter reduziert ist, dann die Mango dazu. Und dann das Ganze für eine Stunde schön kochen lassen. Das wird jetzt runter reduziert und ergibt dann am Ende, seht ihr gleich, eine ganz dicke Masse. Aus dem Pfanne ist jetzt ein Topf geworden und da seht ihr es, ist schön dickflüssig und jetzt könnt ihr das Ganze abfüllen in die Gläser eurer Wahl. Ich habe jetzt hier kleine Gläser benutzt zum Verschenken. Uop. Und schön daneben gesaut. Das probieren wir nochmal und zwar mit dem Löffel. Ja, funktioniert schon viel besser. Genau, das könnt ihr jetzt für alle Gläser übernehmen. Füllt ihr alle schön voll. Die Masse sollte so ausreichen für 6 dieser Gläser. Das sind so 200 Milliliter Gläser. Und ja, da ist es fertig. Euer Mango Chutney schmeckt echt richtig lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Ansonsten schaut auch mal auf der Webseite vorbei, www.charcuteria.de. Da findet ihr weitere Rezepte zu Chutneys, eingelegten Senf, Wurst und so weiter. Ich freue mich auf euren Besuch. Lasst es euch schmecken und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es nachgemacht habt. Ciao, ciao.